Ein herzliches Hallo hier wieder auf dem Yogaraum. Heute gibt es eine kleine Atembeobachtung in Verbindung mit einem Mudra. Mudras sind Fingerhaltungen, die verschiedene Wirkungen auf unseren Körper haben. Wir nutzen das Prana Mudra. Und dieses Mudra lässt unseren Atem in bestimmten Körperregionen tiefer werden. Das Mudra aktiviert unser Atemzentrum im Gehirn. Und dadurch, dass wir automatisch den Atem verlängern, besonders den Ausatmen, wird auch unser Parasympathikus im Körper aktiviert. Zudem schult es die Atemwahrnehmung und vielleicht hast du Probleme, bist kurzatmig, dein Atem ist nur oberflächlich, hast vielleicht gerade eine Krankheit hinter dir, wo der Atem beeinflusst worden ist, und dann probier es doch einfach aus und mach die paar Minuten mit und schau, was passiert. Und so such dir einen angenehmen Sitz, gerne auch auf dem Stuhl zu Hause. Wenn du Probleme hast, im kreuzbeinigen Sitz auf dem Boden zu sitzen, und schließe erst einmal deine Augen, wenn es dir möglich ist. Nimm nochmal deinen Körper wahr. Spür die Verbindung von deinem Gesäß, vielleicht auch deinen Beinen, vielleicht auch deinen Fußsohlen zum Boden. Die Hände ganz locker im Schoß abgelegt und bring hier die Fingerspitzen einmal aneinander. Richte dich in der ganzen Wirbelsäule auf. Zieh die Schultern leicht nach hinten und unten. Dein oberes Brustbein zieht Richtung Mundboden. Der Nacken lang. Entspann ganz bewusst deine Stirn, deine Augen, die Augenlider. Nimm deinen ganzen Kieferbereich wahr. Spür, ob du hier Spannung hast, die du gar nicht benötigst. Lass hier ganz bewusst los. Zahnreihen liegen locker übereinander. Und die Zunge liegt am oberen Gaumen abgelegt hinter den Schneidezähnen. Und so nimm deinen Atemfluss wahr, deinen ganz natürlichen Atem. Wie er kommt und wie er geht. Ganz ohne etwas an ihm verändern zu möchten. Nimm wahr, was auftaucht. An Gedanken, an Gefühlen. Und versuch diese auch nicht wegzuschieben. Einfach nur wahrnehmen. Aber immer wieder den Blick, die Aufmerksamkeit liebevoll zurückbringen zu deinem Atem, der dich ins Hier und Jetzt holt, in den Moment. Wie fließt dein Atem? Wie lang atmest du ein? Wie lang atmest du aus? Entsteht nach der Ausatmung eine kleine Pause, einen Moment Stille? Und entsteht nach der Einatmung vielleicht einen kleinen Moment der Pause, der Stille, bevor der Atem sich wieder umwendet? Fließt mein Atem hin? Was bewegt sich in meinem Körper, wenn ich atme? Wenn ich einatme und wenn ich ausatme?
einfach beobachten, ohne zu bewerten. Und für das Mudra lass dann die Mittelfinger aneinander und löst die anderen Finger voneinander. Wenn du einatmest, gib leicht Druck mit deinem Mittelfinger aneinander. Und wenn du ausatmest, löst den Druck, behalte aber den Kontakt mit dem Mittelfinger bei. Einatmend leichten Druck mit dem Mittelfinger aneinander. Und ausatmend wieder lösen. Leg die Hände gern locker in deinen Schoß. Und schließ auch hier, wenn es dir möglich ist, die Augen. Und beobachte, in welche Region dein Atem hineinfließt. Nimm wahr, ob sich was im Atemfluss verändert. Wo kannst du den Atem wahrnehmen? Wo fließt er hin? Was bewegt sich im Körper mit dem Einatmen? Mit dem Ausatmen? Und dann wechsel deine Fingerhaltung einmal und bring den kleinen Finger und den Ringfinger aneinander, die anderen Finger locker voneinander gelöst. Und gib auch hier mit jeder Einatmung leichten Druck aneinander, mit kleinem und Ringfinger, und ausatmend löst wieder. Nimm einfach wahr, ob du eine Veränderung spürst. Wo fließt dein Atem jetzt hin? Fließt dein Atem anstrengender oder müheloser? In welche Körperregion strömt dahin? Kannst du einen Unterschied wahrnehmen? Vielleicht auch gar keine Veränderung. Alles ist hier richtig. Einfach nur hinspüren.
Noch hier beende wieder. Veränder die Fingerhaltung. Nimm Daumen und Zeigefinger aneinander. Hier im gleichen Fluss einatmend leicht Daumen und Zeigefinger aneinander drücken und ausatmend lösen. Auch hier nimm wahr, wo fließt dein Atem hin. Wie fließt dein Atem? Tiefer, oberflächlicher? In welche Region strömt er ein? Kannst du einen Unterschied wahrnehmen zu den drei Fingerhaltungen? Oder fühlt sich alles für dich gleich an? Nun wechsel langsam wieder und gib wieder deinen Mittelfinger, die Mittelfinger aneinander. Einatmend leicht Druck mit den Mittelfinger aneinander und ausatmend den Kontakt halten, aber den Druck leicht lösen. Hier spür wieder hin, wo fließt dein Atem hin? Wie lange fließt dein Einatmen? Wie lange fließt dein Ausatmen? Was machen deine Gefühle? Was machen deine Gedanken? Wann immer sie abschweifen, nimm dies einfach nur wahr. Und komme wieder zu deiner Atembeobachtung. Einatmend Mittelfinger aneinander drücken. Ausatmend lösen. Und so fahr fort, so lange wie du möchtest, wann immer du möchtest. Probier es einfach aus, was geschieht. Ich würde mich freuen, wenn du mir in den Kommentaren schreibst, wo du den Atem wahrnehmen kannst. Und wünsche dir so eine gute Zeit. Namaste.